Herzlich willkommen zu Senkrecht Starter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin der Mo und wir schalten heute rüber nach Florida zu den Startvorbereitungen von NMAP auf der Falcon 9. Viel Spaß! Deutscher Satellit auf der Falcon 9 bei der Transporter 4 Mission, das muss man schon mal ein bisschen abfeiern, oder? Nicht nur mit dabei, sondern an prominenter Stelle ganz oben auf dem Nutzlastadapter befindet sich bis zu seinem Aussetzen noch der NMAP-Satellit. Ich hatte das Glück, eure Fragen an den Projektverantwortlichen für NMAP bei der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR, Peter Schad, zu stellen. Leg los, Peter. Hallo zusammen, mein Name ist Peter Schad. Ich bin Mitarbeiter im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt bei der DLR-Agentur. Und wir sind hier in Florida, weil morgen der Hyperspektralsatellit NMAP starten soll und auf den wir uns schon alle sehr, sehr freuen. Es gibt eine Reihe von Fragen, die uns aus der Community erreicht haben und die möchte ich euch jetzt alle erläutern. Also, eine erste Frage ist, wenn mit NMAP etwas schief geht, wird dir das vom Gehalt abgezogen? Nein, da habe ich gar keine Sorgen. Der Satellit ist bezahlt und auch die Raketenstart ist bezahlt. Aber das wirklich Dumme wäre, dass also eine große Reihe von Wissenschaftlern, die auf diese Daten schon dringend warten, leider enttäuscht werden würden. Wir natürlich auch umso mehr. Aber wir wissen, eine Raumfahrt ist eine riskante Angelegenheit. Es kann immer etwas schief gehen, aber wir sind zuversichtlich, dass wir morgen alles sauber über die Bühne bekommen. Nächste Frage. Bist du nervös? Oh ja. Ich bin sehr nervös. Das Herzklopfen ist groß, weil wir arbeiten schon seit vielen, vielen Jahren an der Verwirklichung dieses Projektes und wir möchten es einfach jetzt endlich in den Orbit bekommen. Wir möchten, dass es losgeht. Wir möchten, dass es startet und dann die Wissenschaftler eben mit den Daten versorgt werden. Da ist schon sehr, sehr viel Herzblut bei ganz, ganz vielen Leuten, dem ganzen Industrieteam, dem Managementteam, auch bei den Leuten im Bodensegment dabei. Also da ist viel Herzblut dabei. Wie groß und schwer ist NMAP, ist die nächste Frage. Es ist ungefähr die Größe eines Kleinwagens, muss man sagen. Das Gewicht von ungefähr einer Tonne. Und es ist ungefähr ein Würfel mit einem an der Seite angeklebten oder anmontierten Solarpanel, weil der Satellit braucht ja Sonne im Orbit, braucht Energie im Orbit, die bekommt er von der Sonne und deswegen dort ein angebrachtes Solarpanel. Nächste Frage. Was kann NMAP und wofür wird NMAP benötigt? Nun, NMAP macht Aufnahmen der Erdoberfläche, von der Land- und von der Wasseroberfläche. Und diese Daten, die dort gemessen werden, werden von Wissenschaftlern aufbereitet, um den Zustand der Landoberfläche oder der Wasseroberfläche zu beurteilen. Nun, das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Seit ungefähr 50 Jahren macht das der US-amerikanische Landsat-Satellit. Der macht das aber in ungefähr 8 Farbkanälen. Das heißt also, wir sehen nicht nur Rot, Gelb, Grün. Das ist ja auch das, was das menschliche Auge sieht. Und die Farben dann im Auge, im Gehirn zusammenmixt zu den Zwischenfarben. Sondern NMAP hat insgesamt ungefähr 240 Farbkanäle. Das geht weit darüber das hinaus, was das menschliche Auge sehen kann. Und es misst dadurch die Spektren, die also jedes einzelne Material auf der Erdoberfläche also für sich konkret aussendet, wenn die Sonne drauf scheint, zurückreflektiert, dieses Spektrum kann gemessen werden. Und deswegen können wir genau identifizieren, was für Material also auf der Erdoberfläche da ist, zum Beispiel gewisse Bodenschätze, die sich auf der Erdoberfläche durchpausen oder auch landwirtschaftliche Produktionsgüter. Und wir können darüber hinaus auch messen, zum Beispiel, wenn es in die Landwirtschaft hineingeht, wie gut es den Pflanzen geht, wie gut sie mit Nährstoffen versorgt werden und ob gegebenenfalls der Bauer etwas mehr düngen oder etwas mehr oder weniger bewässern muss. Nächste Frage. Hier ist das Pad jetzt gerade schwarz. Kleine. Nächste Frage. SpaceX ist ja in aller Munde. Gibt es etwas, was dich bei der Zusammenarbeit sehr beeindruckt hat, beziehungsweise was SpaceX ganz anders macht als wir in Deutschland oder Europa?
Nun, SpaceX ist eine kommerzielle Firma, ganz im Gegensatz zu den herkömmlichen Startraketen, die also mehr über Regierungsprogramme erstellt worden sind. Auch in Europa wird ein kommerzieller Ansatz gemacht über die Firma Arianespace. Aber die Entwicklungen werden über die ESA und somit also dann über Regierungsprogramme finanziert. Auch in den USA läuft viel über Regierungsaktivitäten. Aber SpaceX ist rein kommerziell orientiert. Und das Besondere daran ist natürlich, dass also die Raketen wieder zurückkommen, auf der Erde landen und dann wieder benutzt werden können. Das ist etwas, was sie also den anderen voraus haben, und das macht das so besonders interessant. Bei EnMAP wären wir auch sehr gespannt darauf, die Landung der Raketen neben dem Launchpad beobachten zu können. Nur leider wird es diesmal nicht der Fall sein. SpaceX hat entschieden, die Raketen auf einer schwimmenden Station draußen auf dem Ozean zu landen. Nächste Frage. Da fliegen bei diesem Falcon 9 Start ja mit EnMAP gut 40 Satelliten mit. Kennt man sich da, beziehungsweise wie ist die Stimmung vor Ort? Nun, ich habe ja schon gesagt, die Stimmung vor Ort ist, kann gar nicht besser sein oder auch nicht nervöser sein. Alle sind aufgeregt. Wir haben schon viele Leute getroffen, die also hier diesen Start mit EnMAP teilen. Und das ist immer etwas Besonderes. EnMAP wird bei diesem Start die Primärposition im Satelliten haben, also ganz, ganz oben. Und unten drunter gibt es dann eine Verteilereinrichtung, an der diese anderen Satelliten angeschnallt sind. Und die werden nach und nach von dieser Verteilereinrichtung, nennt man auch Dispenser, in den Orbit verbracht. Und zwar so, dass die dann natürlich nicht mit den anderen kollidieren können. Wann geht's für dich heim? Nun, ich bin gestern eingetroffen. Wir hoffen, dass also morgen der Start stattfindet. Falls es dort Probleme gibt, gibt es dann noch ein Startfenster auch am Samstag. Am Sonntag muss ich aber schon weiter nach Denver zur Space Conference. Das ist eine wichtige Konferenz, in der sich alle Spacefaring Nations treffen, um also über künftige Programme sich auszutauschen. Und dann gibt es auch noch weitere Termine in Washington, wo wir mit der NASA Headquarter über weitere Projekte sprechen. Und das bringt mich auch zur letzten Frage. Geht dann die Arbeit für dich erst richtig los oder geht es dann zum nächsten Projekt? Nun, meine persönliche Aufgabe ist es, das nächste Projekt vorzubereiten. Das heißt also, wir werden mit der NASA Gespräche führen über eine wirklich sehr, sehr interessante Mission GRACE. Die ist im Jahre 2002 gelauncht worden. 2018 kam der Nachfolgesatellit GRACE Follow-On. Und wir arbeiten jetzt intensiv mit der NASA zusammen, eine Nachfolgemission zu realisieren, die den Wasserhaushalt der Erde untersucht, die zum Beispiel also das Vorhandensein von Grundwasservorkommen beobachtet. Also eine spannende Tätigkeit für mich, und ich freue mich darauf, dass ich hier in diesem Raumfahrtbusiness arbeiten kann. Ich kann mich jeden Tag immer wieder darüber freuen. Auf Wiedersehen. Vielen, vielen Dank, Peter, für die Beantwortung unserer Fragen. Wir drücken die Daumen und schauen uns das gleich live an. Hoffentlich klappt das mit dem Wetter und natürlich mit dem Start. Vielen Dank auch an Fabian, der das vor Ort möglich gemacht hat. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Wenn ihr euch mehr Experteninterviews wünscht, dann schreibt mir das am besten unter dem Video in die Kommentare. Ja, dann bis gleich zum Start oder bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.